Ich gehöre hier zu den Optimisten. Ja, wir sind seit dem November übergewichtet, die Aktien in unserem Anlagemandat. Und an dieser Ausrichtung hat sich nichts geändert. Das ist sicher ein gutes Argument. Wir sind momentan aber eher noch defensiv ausgerichtet. Wir bevorzugen Konsumgüteraktien, aber auch Pharma- und Medizintechnik. Auf dem aktuellen Niveau gefällt mir momentan Nestlé besonders. Nestlé ist eine Dividende und auch ein Qualitätswert. Aus Dividendensicht, du hast gesagt, beide Titel interessant. Roche unterdessen eine Rendite von über 4%. Wir haben aber seit längerem eine Präferenz für Novartis. Nachlassende Inflation und stabiles Wachstum öffnet den Weg zu einer sanften Landung. So titelt der Internationale Währungsfonds seinen aktuellen Wirtschaftsausblick. In seinem Ausblick hat er auch das Wachstum für das laufende und für das nächste Jahr auf über 3% erhöht. Sind das jetzt gute Nachrichten für die Aktienmärkte? Das ist der St. Galler Kantonalbank Videotalk im Februar 2024. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Mit meinen heutigen Gästen, Matthias Müller, Fondsmanager Aktien, und Angela Truniger, Aktienanalystin, möchte ich über die Lage an den Aktienmärkten reden. Mein Name ist Jan Gregor. Angela, der Währungsfonds ist recht optimistisch mit seinen Wirtschaftsprognosen. Andere Expertinnen und Expertinnen sind da nicht ganz so optimistisch, was die Zukunft angeht. Viele erwarten eine Rezession Anfang 2024. Zu welchem Lager gehörst du? Ich gehöre da zu den Optimisten. Zwar steigen kurzfristig die wirtschaftlichen, aber auch politischen Unsicherheiten und die globale Wirtschaft kühlt sich zunehmend ab. Mit einer Rezession rechne ich aber nicht, weil halt in den USA sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust zeigt und auch dort der Inflationstrend rückläufig ist. Sind die erhöhten Wachstumsprognosen vom IMF jetzt gute Nachrichten für die Aktienmärkte? Ja, es ist sicher ein gutes Zeichen für die Aktienmärkte, weil durch das Szenario von einem Softlanding weiterhin realistisch erscheint. Wichtig aber auch für die Weiterentwicklung der Aktienmärkte ist die Weitergewinnentwicklung der Unternehmen, wie das dort weitergeht und auch wie der Zinspfad aussieht mit dem rückläufigen Inflationstrend und auch Zinssenkungsschritt, die wieder realistischer erscheinen und Unternehmensgewinn, die wieder dürften steigen, sollte es aber unter dem Strich positiv sein für die Aktienmärkte. Matthias, Angela sagt, es gibt positive Zeichen. Was heisst das für eure Aktien gewichtig an euren Strategien? Ja, wir sind seit dem November übergewichtet, die Aktien in unserem Anlagemandat. Und an deren Ausrichtung hat sich nichts geändert. Die Gründe sind die, die Angela eigentlich ausgeführt hat. Einerseits, dass man erwartet, dass man eine harte Wirtschaftslandung, eine harte Rezession vermeiden können. Und zweitens, eben, dass die Notenbanken im späteren Jahresverlauf dann anfangen, Zinsen senken. Und das gibt ein gutes Umfeld für Aktien. Wie sieht denn das in eurer Sektorstrategie aus? Nachlassende Inflation, stabiles Wachstum, das wären ja eigentlich gute Rahmenbedingungen für zyklische Aktien. Das ist sicher ein gutes Argument. Wir sind momentan aber eher noch defensiv ausgerichtet. Wir bevorzugen Konsumgüteraktien, aber auch Pharma- und Medizintechnik zum Beispiel. Weniger gern haben wir zyklische Industriewerte oder auch Technologiewerte. Technologiewerte vor allem wegen der hohen Bewertung. Wir machen uns natürlich aber die Gedanken auch. Wir haben aber im Moment noch zu wenig Signal von den Unternehmen selber oder auch von den vorlaufenden Indikatoren, dass sich die Wirtschaft wirklich stabilisiert schon. Und darum sehen wir diesen Schritt noch etwas zu früh an. Angela, wäre denn jetzt aber vielleicht der Moment, um in Nebenwert zu investieren oder suchst du immer noch die Sicherheit bei Standardwert? Also unabhängig von der Größe schauen wir vor allem unternehmensspezifische Faktoren an. Dort ist uns wichtig bei der Ausrichtung von einem Aktienportfolio, dass das Aktien beinhaltet von Unternehmen, die Qualität beinhaltet. Das sind oftmals Firmen mit einer hohen Preissetzungsmacht. Sie sind Marktführer in ihren Bereichen und durch das auch sehr innovationsstark oder haben solide Bilanzen. Matthias, jetzt Anfang Februar haben schon viele Unternehmen ihre Umsatzzahlen gemalt oder ihren Jahresbericht 2023 präsentiert. Was ist dir bis jetzt besonders aufgefallen? Also aus globaler Sicht war der Start eher verhalten gewesen, zum Teil sogar eher schlecht. Also mehr Unternehmen als üblich haben die Erwartungen verpasst. Grosse Ausnahmen sind die US-Tech-Werke, die sind ja ganz wichtig für den Weltmarkt, speziell für den US-Markt. Dort die haben die Erwartungen mehrheitlich können erfüllen oder übertreffen, allen voran zum Beispiel Amazon, Microsoft oder Meta oder auch Netflix. In der Schweiz auch eher ein durchzogenes Bild bis jetzt, was aber aufgefallen ist, Kursreaktionen sind sehr deutlich gewesen. Also Unternehmen, die übertroffen haben, wie zum Beispiel ein Lonza, ein ABB oder ein Richemont, dort sind Kursausschläge nach oben sehr positiv gewesen. Bei anderen, die es nicht so gut abgeliefert oder die unter den Erwartungen geblieben sind, wie zum Beispiel ein Geberit, ein Sika, dort sind natürlich dann die negativen Reaktionen auch gross gewesen. Aber man kann noch nicht so viel sagen. Bis jetzt im Schweizer Markt müssen wir noch abwarten, was noch kommt in den nächsten paar Wochen.
Angela, die Jockey-Produzenten haben ihre Umsatzzahlen gemeldet, sehr unterschiedliche Umsatzzahlen. Barry Gallebaut hat kaum Wachstum können zeigen. Lind und Sprüngli ist um 10% gewachsen. Wie sind die Unterschiede zu erklären? Ja, Lind und Sprüngli hat da einmal mehr von der Positionierung als Premium-Jockey-Verkäufer können profitieren. Die Kunden sind Lind und Sprüngli treu geblieben, haben weiter Lindor-Kugeln gekauft, trotz der Preissteigerungen. Bei Barry Gallebaut ist der Fall aber ein bisschen anders. Also die Unternehmung befindet sich in einer Transformation und die braucht Zeit. Daneben verkauft auch Barry Gallebaut nicht direkt Jockey an die Endkunden. Und sie haben verstärkt das Gespür bekommen, dass ihre Kunden wegen der höheren Inflation Einsparungen müssen treffen und gewisse Produkte nicht mehr so stark nachgefragt haben. Welche Konsumgüteraktien findest du denn im Moment attraktiv? Lind und Sprüngli, Barry Gallebaut oder eine andere? Auf dem aktuellen Niveau gefällt mir momentan Nestlé besonders. Nestlé ist ein Dividende- und auch ein Qualitätswert. Dort sehe ich die Wachstumstreiber mit dem Tiernahrungsgeschäft, aber auch dem Kaffeegeschäft weiterhin als intakt an. Daneben finde ich auch Orior interessant. Orior hat zwar jüngst eine Gewinnwarnung müssen publizieren, weil sie das Umsatz, aber auch das EBITDA-Ziel werden verfehlen. Sie haben dort verstärkt das Gespür bekommen, dass Kunden auf günstigere Produkte umgestiegen sind. Das war schwach oder negativ für den Produktmix und letztlich auch für die Marge. Trotz dem unsicheren Margenausblick finde ich die Aktien aber aktuell zu günstig. Matthias, du hast die grossen Kursausschläge nach der Resultatspublikation angesprochen. Die Pharma, die zwei grossen Pharma-Unternehmen Roche und Novartis, haben ihre Resultate publiziert. Beide sind nach der Publikation abgestraft worden. Und da sowohl die Resultate plus minus im Rahmen der Erwartungen gesehen sind und auch beide Unternehmen ihre Dividenden erhöht haben. Ja, die Reaktionen sind ähnlich gesehen, die Ausgangslage aber für beide Unternehmen komplett andere. Novartis läuft das Geschäft im Moment sehr, sehr gut. Sie sind im letzten Jahr auf Umsatzseite mit 10% gewachsen. Das war das stärkste Wachstum seit Jahren. Die Pharma-Maschinerie läuft dort wirklich sehr gut. Die Aktie hat das entsprechend abgebildet und ist auch Anfangsjahr schon sehr stark losgelegt. Also die Reaktion auf die guten Zahlen ist eigentlich, das sind eher Gewinnmitnahmen gewesen. Bei Roche sieht das Bild anders aus. Roche hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Die sind eigentlich überhaupt nicht gewachsen. Dort sind die Covid-Tests, die man jetzt nicht mehr verkaufen kann, sind einer der Gründe. Aber auch das Kerngeschäft Pharma läuft nicht so, wie das Unternehmen das eigentlich erhofft im Moment. Und dann sind die Erwartungen zwar eigentlich tief gewesen, aber die hat man dann trotzdem nicht können übertreffen. Speziell der Ausblick war zurückhaltend gewesen, konservativ. Und das ist auch ein Grund, zum sagen, dass sich die Situation wahrscheinlich nicht so schnell verbessert bei Roche. Entsprechend ist der natürlich abgestraft worden. Aus Dividendensicht, du hast gesagt, beide Titel interessant. Roche unterdessen eine Rendite von über 4%. Wir haben aber seit längerem eine Präferenz für Novartis, die wir auf der Opportunitätsliste führen. Anders ist die Reaktion bei der Lonza gesehen. Dort hat die Aktie nach der Resultatpublikation um 15% zugelegt. Und da sowohl Umsatz als auch Gewinn sehr stark nachgelassen haben. Wie ist das denn zu erklären? Ja, ist wiederum eine Sache von der Erwartungshaltung, eine Frage von der Erwartungshaltung. Lonza kommt ebenfalls aus einem schwierigen Jahr. Einerseits hat Lonza als Auftragsfertiger für Pharma- und Biotech-Industrie vor allem die Finanzierungsschwierigkeiten gespürt, die die Biotechnologieunternehmen haben, die kleineren. Das war vor allem wegen der steigenden Zinsen gewesen. Andererseits hat es auch interne Probleme gegeben, letzte Bilanz an, letztes Jahr. Also eine Gewinnwarnung ist unter anderem ausgesprochen worden. Der CEO musste gehen, die Kommunikation war nicht gut gewesen. Alles zusammen hat zu einem Vertrauensverlust geführt und entsprechend auch zu einer Reset bei den Erwartungen. Die Erwartungen hat Lonza dann mit den Jahreszahlen übertreffen und hat vor allem auch nochmal eine neue Führung angekündigt. Und mit dem steigen natürlich die Chancen, dass es kommunikativ auch wieder besser wird bei Lonza. Angela, wir reden immer gerne darüber, in welche Aktien man investieren will. Aber in der aktuellen Situation, welche Aktien sollte man meiden? Ja, Aktien aus dem Industriesektor kommen die wirtschaftliche Abkühlung verstärkt zu spüren über. Der Nachfragerückgang macht sich vor allem auch bei den Autoindustrieunternehmen bemerkbar. Daneben würde ich auch bei Unternehmen, die qualitativ nicht so gut aufgestellt sind, wie ein AMS Osram oder auch ein OC Oerlikon, vorsichtig sein. Matthias, vor zwei Monaten haben wir über deinen Jahresausblick 2024 geredet. Ich habe nach deinen Favoriten für das Jahr gefragt. Du hast da Baloise, Straumann, Inficon genannt. Bleibst du dabei? Ja, also alle drei Titel haben sich gut entwickelt seit dieser Empfehlung. Die sich am besten entwickelt haben, das sind Straumann und Inficon. Die haben so deutlich über 10% zugelegt seit unserem Video im Dezember.
Wir würden weiterhin dabei bleiben. Es kann natürlich sein, dass es jetzt eine Gewinnmitnahme gibt nach so einem starken Kursverlauf. Strukturell oder längerfristig sind beide Unternehmen aus Wachstumssicht oder auch aus dem Qualitätsaspekt sehr gut aufgestellt, also unbedingt dabei bleiben. Baloise ist noch nicht so stark gelaufen, bleibt aber unser bevorzugter Versicherungswert in der Schweiz. Dividendenrendite ist bei über 5%. Dividende wird dann noch steigen in den nächsten paar Jahren. Kann man auch auf dem aktuellen Niveau noch dazu kaufen. Matthias, Angela, vielen Dank fürs Gespräch. So viel für heute von uns für Sie. Wir freuen uns, wenn Sie nächsten Monat wieder mit dabei sind.